I've spent my days being ready to go. I have lived my life on the road. I always keep on moving on. When the sun Hallo meine Lieben, also das wird mal so ein kleiner Vlog, in dem ich meine GoPro teste. Ich habe mir nämlich eine GoPro gekauft, eigentlich wegen des Urlaubs, weil wir bald in Urlaub fliegen und ich unter Wasser ein paar schöne Videos oder Fotos machen will. Ich habe aber überlegt, eigentlich ist es mega praktisch, weil dieses Ding ist winzig, hat einen tollen Weitwinkel, also sehr, sehr weiten Weitwinkel. Wahrscheinlich seht ihr meinen Müll in der Ecke und alles andere. Der einzige Nachteil ist, dass man sich selber nicht sieht. Da die Kamera aber so viel Bild aufnimmt, könnte ich mir vorstellen, dass es eigentlich machbar ist, dass man nicht aus dem Bild ist. Und das testen wir heute mal in Form eines Vlogs. Ja, und ich muss jetzt unbedingt los, weil wir haben es 6.37 Uhr und ich muss schleunigst in mein Auto und zur Bahn fahren, weil ich jetzt in die Schule muss. Ah, es ist Montag. 6.30 Uhr, wie gesagt. Oh. Let's go! Left you behind to live my life. I got up on an early song. Wir fahren jetzt mal im Auto. Ich habe gerade überlegt, ich gucke auch mal kurz, wie die Soundqualität im Auto ist. Weil ich glaube, von der Position, wie die da klemmt, könnte es ganz geil sein. Nur, ich hatte ja immer das Problem bei den Schrotti Talks, wo ich Schrotti noch hatte, dass das zu laut war im Auto. Und mal sehen, vielleicht ist es besser. Auf jeden Fall muss ich mich beeilen, mache mir jetzt Radio an und fahre zur Bahn. Oh, da ist ein Bagger. Nein, ich hasse es. Wenn man sich beeilen muss und dann so saulangsame Fahrzeuge da sind, die können ja nichts dafür. Aber wenn man nicht überholen kann, weil so viele Autos kommen, ist es echt schwierig. So. Let's go. Auf geht's zur Schule nach Berlin. Es nieselt. Wundervoll. Fantastischer Montagmorgen. Ich bin auch ein bisschen schlecht drauf, weil ich habe nicht viel Wochenende gehabt. Nur einen Sonntag. Weil Samstag hatte ich auch noch Schule. Richtig gut. Naja gut. Let's go. Ich habe auch keine Lust. Aber ich muss. Und es ist kalt. Erstmal den Podcast hören. Sehr gut, ich habe einfach mal meine Kopfhörer vergessen, also die eigentlichen für mein Handy. Und jetzt muss ich nochmal zurück, schnell zu meinem Auto, um die Kopfhörer aus meiner Sporttasche zu holen. Die Wireless-Dinger, damit ich montags morgens Musik habe, weil sonst kriege ich die Krise. Gut, dass ich ein bisschen früher da bin, sonst wäre das ein bisschen schlecht ausgegangen, jetzt die ganze Geschichte. Ich weiß nicht, ob das dann überhaupt vernünftig klingt oder nicht. Ich habe keine Ahnung, wie der Ton ist, weil es ist windig und es nieselt. Aber wir haben uns wenigstens Zuhörschuss gekriegt, nachdem wir die ersten 4 Stunden des Tages damit verbracht haben, eine Selbstbeschäftigungsaufgabe als Leistungsnachweis zu erbringen, weil unsere Dozentin krank ist und es uns nicht rechtzeitig gesagt hat, saßen wir da ewig rum und jetzt geht's nach Hause. Und es ist kalt, windig und kalt. Und der Niesel ist auch nicht so geil. Aber wenigstens weiß ich jetzt, dass mein Thema für die Facharbeit okay ist und dass ich jetzt ein Exposé schreiben kann. Ich wette, man hat nicht ein Wort verstanden, weil es einfach viel zu windig ist. So, fertig mit Sport. Ich bin geschafft. Wir sind rot im Gesicht und
Ja, zieh mir jetzt nur eine Jacke über, fahr nach Hause und gehe dann erstmal duschen. Und was essen. Ich habe jetzt Hunger. Aber erstmal ein Shake. Und nach Hause. Ich habe jetzt 1,5 Stunden fast Sport gemacht. Sehr gut. Und sehr, sehr doll Beine gemacht und Beine zerstört und Hintern zerstört. So, meine Lieben, ich mache jetzt Schluss für heute. Wir haben es jetzt zwar erst 8:30, aber reicht meistens auch. Ja, ich war jetzt nach dem Sport nur eine Runde baden, hab was gegessen und hab mich mit meinem Freund aufs Sofa gekuschelt und einen entspannten Nachmittag gemacht. Weil, ja, war heute irgendwie so ein ekliges, kaltes Wetter, da will man dann auch einfach nur sich ein bisschen ausruhen. Ich hoffe sehr, dass der Vlog ganz cool geworden ist. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir jetzt die einzigen Videosequenzen, die einzelnen, noch nicht angesehen. Werd mal schauen, was da so bei rumkommt. Und ja, lasst mir gerne euer Feedback da, ob euch das so dolle nervt, dieser Weitwinkel. Also ich habe jetzt gerade ein kleines bisschen rangezoomt. Aber ja, wie ihr das so findet, ob ihr denkt, das ist ganz cool. Ich habe halt gemerkt, dadurch, dass diese Kamera so sauklein ist und super schnell angeht, kann man sie halt überall so in die Jackentasche stecken und sie ganz schnell rausholen, also auch ganz schnell mal was filmen. Gleichzeitig ist man aber auch, kommt man sich nicht ganz so bescheuert vor, wenn man nicht so eine riesen Kamera in der Hand hält, die man sich ins Gesicht hält. Es ist irgendwie ein bisschen weniger weird. Keine Ahnung, also mal sehen. Lasst mich gerne wissen, was ihr dazu sagt zu dem Vlog. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Bis dann, passt auf euch auf und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!